Hallo, moin, willkommen bei Mobitest. Hier ist Markus. Ich teste ja gerade das Xiaomi 12T. Ein wirklich richtig gutes Smartphone-Testbericht wird demnächst auf Mobitest veröffentlicht und hier auch auf dem Kanal. Also abonnieren bitte nicht vergessen. Und das erste, was ich bei einem Gerät von Xiaomi, aber auch von Realme, Poco und all den anderen mache, das allererste ist, ich schalte MSA aus. Ja, hört sich ein bisschen an wie NSA und ist sogar ein Stück weit ähnlich. Xiaomi erzählt, und da werden Sie recht mit haben, dass MSA dafür ist, um das Nutzungserlebnis für uns Nutzer, für uns Kunden besser zu machen. Wer ein Gerät von Xiaomi besitzt, egal welches, neueren Baujahrs, wer ein Poco besitzt, wer ein Realme besitzt, wird über das Kürzel MSA gegebenenfalls schon mal in den Einstellungen gestolpert sein. MSA ist eine Abkürzung und bedeutet MIUI System Ads, also MIUI Systemwerbung. Und MIUI ist das Betriebssystem oder die Nutzeroberfläche, die Xiaomi auf Android draufsetzt. Kann durchaus passieren, dass ihr euch Fotos anschaut in der Galerie, in der App, in eurer Fotogalerie und plötzlich taucht Werbung auf. Das ist Systemwerbung. Dadurch können die Geräte günstiger angeboten werden, weil Xiaomi, Poco, Realme und all die anderen Hersteller Werbung in das Gerät eingespielt haben. MIUI System Ads ist ein System personalisierter Werbung auf dem Gerät. Seht mal, die Geräte sind sehr günstig. Dieses Gerät ist eigentlich ein Gerät, was man schon der Oberklasse zurechnen könnte. Auf jeden Fall deutlich der Mittelklasse entwachsen. Kostet aber nur 500 und ein paar zerquetschte Euro. Und mit diesen MIUI System Ads werden die Preise der Smartphones ein Stück weit subventioniert. Aber man kann es abschalten. Es ist übrigens nicht wirklich schwer. Wir werden das jetzt Schritt für Schritt durchgehen. Es sind dort unterschiedliche Schritte nötig. Es sind auch unterschiedliche Programme, die dort auf diesen Geräten arbeiten. Und die tun nicht wirklich was Schlimmes. Die machen nichts anderes als Google oder Apple, Samsung, all die anderen auch. Das heißt, sie tracken euer Nutzungsverhalten und spielen euch im besten Fall für euch interessante Werbung ein. Nichtsdestotrotz sollte man das abschalten, weil man fühlt sich schon ein Stück weit beobachtet. Wie genau das geht, erkläre ich euch jetzt. Wie wir jetzt zunächst einmal die personalisierten Werbevorschläge in MIUI ausschalten, das ist relativ einfach. Und funktioniert bei allen Xiaomi-Geräten, funktioniert bei allen Geräten von Poco oder Realme gleich. Wir wischen hier runter, klicken hier auf dieses Zahnrad, müssen jetzt, das finde ich eigentlich ganz putzig, in den Bereich Passwort und Sicherheit, müssen wir ein bisschen runterscrollen, das haben wir da. Nochmal hier das Display, also das 12T hat wirklich ein herausragend gutes Display, aber mehr dazu im Testbericht, Abo bitte nicht vergessen. Und jetzt, sehr lustig, müssen wir, um die Werbevorschläge zu deaktivieren, in den Bereich Datenschutz. Den haben wir hier. Jetzt scrollen wir runter. Sehr schön übrigens. Sicherheitsupdate ist vom 1. November. Da ist Xiaomi wirklich gut mit dabei. Und klicken jetzt hier auf Werbedienste. Wir müssen jetzt im Bereich Werbedienste suchen. Personalisierte Werbevorschläge schalten wir hiermit aus. Das war der erste Punkt. Im nächsten wollen wir die MSA-Zulassung widerrufen. Das heißt, wir wollen Werbung in den einzelnen Apps und so weiter deaktivieren. Dazu gehen wir wieder in die Einstellung. Gehen jetzt wieder in den Bereich Passwort und Sicherheit. Und jetzt gehen wir zur Option Autorisierung und Widerruf. Die haben wir hier. Suchen wir jetzt nach MSA, haben wir hier. Jetzt müssen wir warten. Und jetzt können wir es widerrufen. Nachdem wir MSA ausgeschaltet haben, können wir jetzt auch noch den MIUI Daemon ausschalten. Auch hier beschwert sich das Gerät, dass wir warten müssen. Der MIUI Daemon ist eine Funktion, die
das euer Smartphone analysiert. Größe des verbauten Speichers, wie lange das Display eingeschaltet ist, die Ladestatistik des Hauptspeichers, Batterien- und CPU-Statistik, Status von Bluetooth, die E-Mail-Nummer. Xiaomi sagt, dass mit dieser MIUI Demon, ja, oh, jetzt müssen wir wieder warten, dass mit dieser MIUI Demon das Nutzungserlebnis verbessert werden soll. Und das glaube ich sogar ein Stück weit. Ich möchte es trotzdem ausschalten. Ich möchte nicht, dass hier eine App meine E-Mail-Nummer ausliest. Auch wenn das eine MIUI-App, eine Xiaomi-App ist, brauchen wir nicht drüber reden. So, jetzt haben wir also MSA ausgeschaltet. Wir haben MIUI Demon ausgeschaltet. Jetzt wird das ein Stück weit, ja, nicht komplizierter, aber es wird nerviger. Es war früher möglich mit diesen beiden Apps, die wir ausgeschaltet haben, mit MSA und den MIUI Demon, war es früher möglich, die gesamte Werbung auf allen Geräten, auf allen Xiaomi-Geräten, auf allen Poco-Geräten, auf allen Redmi und so weiter vollständig zu entfernen. Das ist mittlerweile nicht mehr so einfach möglich, weil die Werbung oder die Werbedienste jetzt in die diversen System-Apps gepackt wurden. Schaut mal an, irgendwie wie viele Apps hier drin sind, die mit zum System gehören. Wir haben hier Download, Rechner, Scanner und so weiter. Wir müssen überall dort jetzt die Werbung ausbauen. Aber wie bekommen wir jetzt die Werbung aus den anderen Anwendungen raus? Das funktioniert bei allen Anwendungen gleich. Man kann jetzt zum Beispiel in die Download-App gehen und hier oben auf Einstellungen. Das funktioniert übrigens bei allen Apps, wo ihr diese Werbung ausblenden wollt, gleich. Klickt hier auf Einstellungen und hier Werbung anzeigen. Widerruf der Einwilligung, widerrufen. That's it. Und schon wird hier keine Werbung angezeigt. Und so funktioniert das eigentlich bei allen Xiaomi-Apps. So, nachdem wir das in den Downloads rausgelöscht haben, was haben wir denn hier noch? Schauen wir uns mal die Musik-App an. Einstellungen. Anzeigen haben wir hier auch. Ein Punkt, den ich total lustig finde, der Bereich Sicherheit. Geht auf Sicherheit und könnt hier das Gerät beschleunigen. Empfehlung anzeigen, Werbung, weg damit. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank hier. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Der große Testbericht zum Xiaomi 12T wird die Tage über erscheinen. Wie gesagt, ich bin von diesem Telefon eigentlich richtig, richtig angetan. Das ist ein wirklich gutes Gerät, besonders zu dem Preis. Es wird sicherlich das ein oder andere Video dazu noch kommen, gegebenenfalls auch noch ein Kameratest. Da weit bin ich mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall noch ein Speedtest und sicherlich der große Testbericht. Vielen Dank bis hierher. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Markus vom Mobitest. Jeden Sonntag der Mobitest Podcast bei allen Podcast-Playern. Abonniert bitte diesen Kanal und wir hören und lesen uns. Bis die Tage. Danke. Tschüss.